Hallo. Daily Multi. Nebenbei werden Socken angezogen. Haha. Easy. Let's go, Naruto. Jetzt hau mal was raus, Mann. Oh. Wo ist Sasuke, Mann? Sasuke? Sasuke, please. Er hat 80 Jahre nach Sasuke geschrien, da kommt er endlich. Im Anime. Come on, man. Drop irgendwas. Wir wollen eine Sasuke. Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und bei einem weiteren Dragon Ball Legends Summon Video. Heute werden wir bei den Grenzen brechenden Saiyajin Summon. Wir haben quasi hier die Hoffnung auf unseren Boy Super Vegeta. Aber jetzt sagt ihr vielleicht, stopp, 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 Ozer. Du wolltest doch bei Sparking Bardock noch summonen. Du wolltest auf jeden Fall noch ein Summon Video bei Bardock raushauen. Richtig, Freunde. Das werdet ihr auch heute sehen, denn ich habe in den Bardock-Banner auch mit 2500 Kristallen ungefähr noch gesammelt. Ich möchte das auf jeden Fall nicht vorenthalten, deswegen switchen wir ganz kurz zu den Highlights des Summon Bardocks rüber und dann sehen wir uns gleich wieder, wie gesagt, bei diesem Banner hier. Viel Spaß euch! Gut, Freunde, die Singsam haben überhaupt nicht viel Glück mitgebracht, wie es hier aussieht. Hashtag ein Singsam ist bei Legends ein Fremdwort. Nein, ist auf jeden Fall nicht, also meine Tickets habe ich über... Tickets, ich sag schon wieder Tickets. Bei den Dailies habe ich auf jeden Fall sehr gut gezogen, aber... Wir kommen jetzt mal zu den ernsten Summon. Sparking Bardock. Will ich auf jeden Fall. Ungelogen, gerade momentan stärkster Charakter. Er kommt auf so viel HP. Hard-Counter gegen Broly gab es. Also es gab keinen Counter gegen Broly. Und Bardock ist einer. Gibt einen same Boost durch seine Siegfähigkeit. Ein same Team hat quasi dann noch ein... 1, 2, 3 Pots. Hat dann quasi noch ein... Ah, kein Super Saiyan leider. Hat dann quasi noch ein grünen Charakter mitbekommen als... Hardcounter eben gegen Broly und das ist echt gut. Da ist jetzt ein bisschen Vielfalt noch bei den Saiyajins. Okay, okay, guck mal. Keine Schrift, auch kein Aufleuchten, gar nichts. Unentschieden. Geht raus mit dem Unentschieden. Okay, wir gehen raus mit dem Unentschieden. Muss nichts heißen bekommen. Hey, den hat sich gar nicht. Oh mein Gott, wie geil die Karte aussieht. Im Hintergrund unser Sensei. Ja, Kaba. Okay, Kaba, das seid ihr und ich bin hinten. Sensei, nein, okay, Sensei ist in den Background. Okay, na Spaß, alles Spaß natürlich, alles Spaß, Freunde. Aber gut. Warte mal, wir haben jetzt bis jetzt... Okay, wir müssen mal ein Sparken-Charakter, wie ich auf... Also, ein Sparken-Charakter wäre geil. Oh, wir haben bis jetzt nur Hero-Charaktere. Also, ich hoffe, wir gehen mit einem Sparken-Charakter raus aus dem Video. Haben zwar nicht viel, 200 Multis haben, würde ich mal sagen. Oh Gott. Oh. Naja, wir haben immer einen Kaba geholt, aber... Wir haben legit nur noch einen Multi. Okay, ich bin ehrlich, wir sind auch ein bisschen... Wir haben ein bisschen Risiko, will ich nicht sagen. Auf gut Glück habe ich einfach mal gesammt. 200 Multis haben, 2500 Kristalle. Einfach mal mitnehmen, versuchen, was da geht. Ja. Ein Multi noch. Kein zweiten Charakter. Urvater Bardock. Urvater Bardock, erhören Sie uns. Erhören Sie uns, Urvater Bardock. Deine Saiyajins wollen dich ziehen. Wie wollen Sie, Urvater Bardock? Kommet sie. Warte, bitte ein Sparking. Okay, 5 Pots. Das ist schon geiler. Wieder auf Namek. Das ist schon geiler. Okay, das. Ich glaube, ein Sparking sollte dabei sein. Ich glaube und hoffe. Hoffentlich. Let's go, Freunde. Komm schon. Wieder auf den Unentschieden. Okay, aber diesmal war die Animation ein bisschen besser. Ja, rote Schrift ist garantiert Extreme-Charakter. Aber 5 Pots. Oh Gott, muss trotzdem nichts heißen, jetzt wo ich so darüber nachdenke. Natürlich sind geil, wenn so garantierte Sparking-Animationen kommen. Kam nicht, aber. Komm schon, bitte. Ein Sparking-Charakter. Lass das Video nicht enden ohne ein Sparking-Charakter. Bitte, lass das Video nicht enden ohne ein Sparking-Charakter. Scheiße. Nein. Was? Bardock? Not available? Oder was ist mit dir? Bardock? Was? Ah, das zu dir. Ja, GG. Geile Highlights, oder? Geile Bardock-Highlights bei den Summon. Es hat echt wehgetan. Aber Freunde, ich wäre nicht euer Boy Ozeru, wenn ich nicht die Philosophie
Hashtag ein Singsam in mir tragen würde. Und das quasi ist auch letztlich passiert. Unser Boy Bardock ist dann Gott sei Dank noch, wie ihr seht, in einem Hashtag ein Singsam Daily Discount gekommen. Heißt, Bardock hier sitzt auf der Stelle auf jeden Fall schon im Account auf 1500 hochgeklatscht. Denn boy, ich war übertrieben glücklich, dass ich den gezogen habe. Weil Bardock, der ist insane, Mann. Unser Urvater Bardock ist Gott sei Dank noch gejobbt. Das war vor ein paar Tagen, by the way. Und ich war echt glücklich darüber, dass es aus einem Daily Discount kam. Und jetzt sind wir das daher hier beim Banner vom Super Vegeta. Ich habe nur 1500 Kristalle mir erfarmen können. Deswegen habe ich diese zwei Videos zusammengebracht, Freunde. Ja, damit ihr das nicht falsch versteht. Ansonsten würde ich erstmal sagen, wir machen uns ein bisschen warm. Wir hauen erstmal die Daily Discounts raus. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Wenn ihr hier noch summon werdet, wahrscheinlich haben schon die meisten gesummoned. Wenn ihr schon gesummoned habt, dann lasst mich in den Kommentaren wissen, was ist denn bei euch gejobbt? Habt ihr das bekommen, was ihr wolltet? Wir wollen auf jeden Fall, ist doch Logo, Super Vegeta. Ja, ob ihr da mit 1500 Kristallen jobbt, müssen wir schauen. Da müssen wir einfach hoffen, da brauchen wir einfach Glück. Da brauchen wir einfach Glück, will ich euch nichts erzählen. Aber wir fangen hier an, in diesem Banner, by the way, in diesem Banner habe ich letztens auch wirklich gute Swarten Units gezogen. Herzvirus Goku erst wieder, ich glaube vorgestern, glaube ich. Naja, ich hatte echt viel Glück mit den Dailies. Will ich euch nichts erzählen. Haben wir noch hier ein Daily raus bei Bardock. Dann gehen wir rüber zum Super Vegeta Banner. Und dann, Freunde, bin ich auf jeden Fall gespannt, was hier droppen wird, was hier passieren wird. Wenn euch das Ganze schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Und falls ihr neu seid, drückt auf den Abo-Button, wenn ihr nichts verpassen wollt in Zukunft. Und joint den Hashtag um Z-Fightern. Und habt, ja, mit mir hier gemeinsam Spaß. Hoffentlich werden wir nicht geschärft in dem Banner. Hoffentlich werden wir nicht geschärft. Ich meine, Gott sei Dank ist auch Bardock im letzten Banner gejobbt. Gucken wir mal. Ja, was heißt geschäftet? Was heißt, ich muss den Ball flach halten. Wir haben hier nur 1,5 Multisum. Da kann was kommen, muss aber nicht kommen. Ja, das ist reines Glück. Aber wir sind jetzt beim Super Vegeta Banner. Wir hauen mal Hashtag ein Singsum hier an der Stelle raus. Und dann wäre es eigentlich sinnvoller, auf Multi zu sparen. Aber ich glaube, die Tage bekomme ich keine Kristalle mehr. Ich habe momentan schon alles geholt. 3 Pots, okay. Ey, wir sind noch Super Saiyan. Okay, wartet mal. Bevor wir weiterreden, vielleicht droppt hier was. Warum wäre es schlau in einem Multisum? Da rede ich einfach schon weiter. Weil man da die Glocken bekommt fürs Trainieren. Und das Trainingsupdate ist richtig überrannt geworden, finde ich. Okay, sollte ein Extreme Unit sein? Yeah, nice. Okay, nehmen wir an. Und, hey, der neue Z-17. Alright, korrekt. Nehmen wir auf jeden Fall an. Neuer Charakter, her damit. Gucken wir uns den Typ mal an. Oh, shit. Okay, nice, nice. Den nehmen wir auf jeden Fall an. Ist die Ability, hat er, glaube ich, für Element Rot. Richtig, richtig. I guess, yes. Yes, okay. Dann, wie fahren wir fort? Wir behalten wahrscheinlich einen Mutti zum Schluss, oder? Komm, wir machen mal Hashtag 1 Singsam war on Points mit Bardock. Dann hauen wir mal die 4 Singsam hier raus, die ich hier machen kann. Und dann am Ende hauen wir noch einen Mutti zusammen. Boah, dieser Pot, der flog richtig schnell. Der wollte einfach nur direkt nach Hause. Der wollte einfach nur nach Hause. Es sei denn, es kam nur mir so vor. Aber ansonsten bekommen wir von Freeze auf die Fresse. Ja, wahrscheinlich ein Hero-Charakter. I guess it is. Ja. GG. Naja. Alright, dann haben wir so viel dazu. Unseren Hero-Charakter, welches? Piccolo, jetzt. Haben wir noch 3 weitere Singsam, Freunde. Die 3 weiteren Singsam hauen wir raus und dann schließen das Ganze mit einem Multisum ab. Die Glocken will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das Trainingsupdate an sich, also ich finde es echt gut. Wenn ihr 10 von den Gegenständen habt, mit der Levelbegrenzung, dann, also bei mir war es jetzt bis jetzt so, dann sind die Charaktere sofort auf ein Max-Level gelevelt worden, trainiert worden. Das fand ich echt gut auf jeden Fall an der Stelle. Spart auf jeden Fall einiges an Zeit. Und natürlich muss man die Items sich erstmal erfarmen oder holen oder haben. Ach ja, Frost ist gar nicht mal so schlecht, um echt zu sein. Als Blau-Supporter war es wahrscheinlich, glaube ich. Genau. Gut, wir hatten Hero-Charakter, wir haben jetzt einen Extreme-Charakter. Dieser ist Frost, seine Fähigkeit hat sich hier an der Stelle erhöht, hat einen Limit-Break vollzogen, nehmen wir an. Meine Freunde, die lachen mich aus, wenn ich immer sage, hey, wenn ich mich über einen Charakter freue, in Dokkan zum Beispiel SSR, und dann sage, ha, den nehme ich dankend an. So, ja. Nee, was sonst? Den nehme ich natürlich dankend an. Das ist ein SSR an der Stelle. Aber, ja, hier an der Stelle würde ich auch hier einen Spark-Unit annehmen. Wir bekommen wahrscheinlich wieder auf die Fresse. Heißt, eigentlich könnten wir das skippen. Aber wir lassen einfach mal Sex-Animation einfach mal durchlaufen und schauen, was hier kommt. Ich hatte lange kein Bait mehr, Freunde. Wisst ihr doch, am Anfang kamen so viele Baits. Hat nicht übertrieben lange nicht mehr. Aber alle anderen Animationen waren auf jeden Fall on point. Freunde, letztes Singsum für heute. Danach machen wir einen Multisum. Wenn ihr mitmachen wollt in irgendeinem Game, irgendwo, wo ihr summonen könnt, macht auf jeden Fall. What the fuck?
Oh mein Gott, oh mein Gott, sorry, was war das, was war das? Macht auf jeden Fall mit, ich sehe runter, 3, 2, 1, am Morgen, Freunde, am Morgen gerade aufgewacht, da geht noch alles so, ist noch alles Wischwasche, alles, alles eskaliert komplett, das ist ja gerade total eskaliert, sorry, sorry. Okay, lasst mir auf jeden Fall dann wissen, was ihr gezogen habt, sei es in den Kommentaren, Social Media Kanälen, egal, haut das raus. Und jetzt haben wir nur, einen Multisummon. Wenn wir ein Sparken-Charakter ziehen, das wäre geil. Das wäre richtig geil, ja. Weil mehr kann ich eigentlich nicht erwarten. Komm schon. Komm jetzt sie. 1, 2, 3 Pots, okay. Okay, 3 Pots. Schauen wir mal, was abgeht. Komm schon. Okay, sieht nicht gut aus. Scheiße. Okay, sieht nicht gut aus. Nee. Da kam gerade dreimal hintereinander. Schade. Aber ja. Boah, ey, bitte. Ja, hat es auch noch andere Charaktere außerdem? Wahrscheinlich nicht, wie es aussieht. Naja, Freunde. Schade. Aber ja, mit einem Multisummon, da konnte man nicht viel erwarten. Da muss man einfach probieren. Wir haben es einfach probiert. Aber Gott sei Dank kam dann, wie gesagt, aus dem Daily. Das konnte ich euch noch Gott sei Dank auch noch zeigen, weil ich das aufgenommen habe. Unser Boy Bardock heißt im Endeffekt, sind wir aus dem Video Gott sei Dank mit einem Sparking Unit rausgegangen. Ja, fürs Video so gesehen, wenn ihr es so annehmen wollt. Aber ansonsten, ja, ein Multisummon haben wir hier nur gemacht. Ein Halbmultisummon. Das sind die Glocken, wie gesagt, ihr könnt dann quasi zu trainieren gehen. Und dann Charakter trainieren hier. Ohne Levelbegrenzung waren die Glocken, glaube ich, genau. Und ja, könnt ihr euch gerne mal abchecken. Aber Freunde, Gott sei Dank, wirklich, Gott sei Dank. Hätte ich Bardock nicht, würde das Video auch wehtun, weil wir nichts gezogen haben. Gott sei Dank haben wir Bardock zum 1000. Mal, Gott sei Dank. Ich hoffe, das hat euch ganz herzlich gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.